Ja, grüßt euch, ihr Lieben. Kurzes Video, schnelles Video. Wir machen uns daran, die Tabaksamen zu ernten. Hier seht ihr mal einmal einen Blütenstand, der ausgereift ist. Einige der Blütenkapseln, interessanterweise, wurden auch geplündert hier. Es sind auch noch Samen drin, okay. Es sind noch Samen drin. Aber es ist keine volle Tabakblüte mehr. Also es ist irgendein Vogel, nehme ich an, der sie hier aufgebissen hat an der Seite. Oder ein Insekt und sich die Samen geplündert hat. Das habe ich nicht gewusst, dass es etwas gibt, was Tabaksamen klaut. Das heißt, klaut, sich davon ernährt. Aber es gibt wohl jemanden, der diese Samen interessant findet. Ich werde herausfinden, wer es ist. Ich nehme mal an, Meise. So wie das aussieht, ist Meise. Die Samenstände schneide ich einfach ab. Im Ganzen. Das hier ist so ein fertig ausgetrockneter Samenstand oder Blütenstand. Und da sind hunderttausend Tabaksamen drin. In diesem Fall ist das ja auch alles Reinzuchtsaatgut, weil ich hier nur Goldertheimer dieses Jahr angebaut habe. Das heißt, es kann keine andere Tabaksorte mehr drin sein. Interessant auch die Tabakpflanzen, wie die sich noch einmal entwickelt haben. Also hier sind eigentlich die Überreste meines Tabakfeldes von Pflanzen, die ich stehen gelassen habe, zur Saatgutentwicklung. Und hier sieht man, ich hatte sämtliche Tabakblätter bis auf die Kelchblätter oben abgeerntet. Hier war noch mal eine Raupe drauf zum Schluss des Jahres, das wundert mich ein bisschen. Aber es war noch relativ warm, also da haben die Raupen anscheinend noch mal einen Durchgang gemacht. Und die Tabakpflanzen haben aber noch mal richtig ausgetrieben dann. Und es sind noch einige schöne Blätter auch dabei, die ich tatsächlich sogar noch ernten kann und werde in den nächsten Tagen. Wobei aber die Tabakblätter, die jetzt aus diesen Trieben sind, relativ starken Tabak nachher ergeben. Ja, also der ist relativ kräftig dann. Aber es gibt ja auch Fans vom starken Tabak. Ja. Ist aber interessant, dass sie sogar so stark nochmal ausgebildet haben. Diese Blätter, die waren alle relativ klein. Die lasse ich oben am Blütenstand dann einfach stehen, damit die Blüte eine starke Zeit auszureifen. Und ja, so stark haben sie mal ausgetrieben. Sind noch nicht alle Blüten 100% reif, aber die Blüte, die Tabakblüte ist mehr oder weniger vorbei. Wir haben heute den 17. November. Ja? Bei uns hat es noch gar nicht gefroren. Es fliegen noch ein paar Bienen, merke ich gerade. Tatsächlich, ja. Fliegen sogar auf die Tabakblüten, aber da vorne ist auch ein Senffeld. Die Bienen fliegen also auch. Es hat heute über 10 Grad gehabt, heute zu Mittag. Es hat jetzt noch so 11 Grad ungefähr. Und die Tabakpflanzen haben nochmal richtig Blütentriebe ausgebildet. Das funktioniert nicht jedes Jahr. Wenn die Frost kriegen, ist vorbei. Ne? Aber so habe ich jetzt Blütenstände und Tabaksamen. Ja, die reichen für die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich. Aus dem Grunde ganz, ganz praktisch derzeit. Und wie gesagt, diese Blätter kann ich auch nochmal ernten. Die muss ich dann auf dem Dachboden trocknen, weil die werden in meiner Halle nicht mehr trocken. Aber oh, das wird nochmal so ein Kilo Tabak sein, was hier noch an den Bäumen hängt. Auch hier noch ein schöner Blütenstand zum Ernten. Diese Tabaksamen sind nachher auch richtig schön keimfähig. Also ich habe sehr gute Keimergebnisse. Aber das hier ist zwar oben sind ein paar nicht reif, aber das ist egal. Ich habe so viel Tabaksamen jetzt. Den können wir auch abschneiden, mitnehmen. Ich habe hervorragende Keimergebnisse. Mir ist auch aufgefallen, dass hier auf jeden Fall Solitärbienen die Tabakblüten besuchen. Die Honigbienen hätte ich nicht gesehen an den Tabakblüten. Das weiß ich nicht, ob die da sind. Ja. Aber hier sieht man das aber auch, wie die Tabakpflanzen noch mal richtig die Blätter ausgetrieben haben. Und ich habe die letzte Tabakernte Ende Oktober gemacht, ja. Also die letzte Ernte von Blättern. Und die haben noch mal Gas gegeben. Und ich kann auch diese Blätter noch mal verwerten. Es sind auch einige sehr schöne Blätter dabei, das kann man hier auch sehen. Also die, ja gut, hier war jetzt eine Raupe bei leider, aber von der Größe alleine, ja. Da ein paar sehr schöne Blätter entstanden. Die sind auch erntereif, die kann ich noch mal mit abpflücken. Das passiert dann die Woche. Frost ist nicht vorhergesagt, ich habe noch 2-3 Tage Zeit. Aber jetzt muss auch alles raus hier. Bevor der Frost kommt, muss alles raus, logischerweise. Letztlich ist die Gewinnung von Tabaksaatgut nicht besonders schwer. Alles, was man dafür braucht, sind also 2 Schüsseln, wie hier. Und ein Kaffeesieb, so mache ich es jedenfalls. Jetzt nehmen wir einfach eine Samenkapsel, die sich noch nicht geöffnet hat, wo noch alle Samen auf jeden Fall drin sind. Und jetzt schauen wir mal,
wie viel Saatgut wir am Ende da rauskriegen. Das ist also, die Dinger sollten trocken sein. Also wenn sie nicht nass sind, komplett trocken, dann kann man sehr leicht, wie ihr seht, die Samen da rauskriegen. So. Hier ist jetzt nicht mehr viel drin. Dann gehen wir jetzt noch einmal hier. So, diese Fasern, die da runtergefallen sind, nehmen wir wieder raus. Brauchen wir nicht. So. Dann sehen wir, wie viel Saatgut eigentlich aus einer einzigen Samenkapsel herauskommt. Und das ist wirklich enorm. So, ich nehme hier noch ein paar von diesen Fasern raus. Wenn die Fasern da noch drin sind, das ist nicht so schlimm. Ich siebe es dann nochmal einmal nachher. Und dann sehen wir das hier. Das ist jetzt das Tabaksaatgut. Und damit schließt sich dann auch der Zyklus der Tabakpflanzen. Ja? Vom Samen über den Steckling zum Ende hin wieder zum Samen. Und wie ihr hier seht, also die Samen sind winzig klein, ja. Und diese Menge Samen, die hier jetzt drin ist, reicht eigentlich für einen Hobbyzüchter locker aus, um seine eigene Zucht zu starten, ja. Also ein Hobbyanbauer wird aus diesem Saatgut mehrere Dutzend Pflanzen ziehen können. Also es sind hunderte Samen, ja. Also ihr könnt daraus auch hunderte Samenpflanzen ziehen, in Wahrheit, ja. Die Beschaffenheit der Samen, dass sie so klein sind, irgendwann wird man faul und dann pickiert man nicht mehr jede einzelne gekeimten Samen. Diese Samen sind wirklich mit der Lupe besser zu erkennen auch. Und ich sage, wenn es jetzt ein Hobby-Anbauer seinen eigenen Tabakanbau starten möchte, diese Menge Samen reicht aus. Erst einmal, um euch mindestens ein, zwei Jahre zu dienen, ja, wenn ihr so, was weiß ich, ein, zwei Dutzend Pflanzen pro Jahr anbauen möchtet. Und zweitens auch, um eine eigene Saatgutvermehrung dann zum Laufen zu bringen, ja. Solange euch die Pflanzen nicht eingehen, habt ihr da ewig Saatgut. Und dieses Saatgut ist extrem lagerungsfähig. Ich habe in einem alten Tabakbauernbuch gelesen, dass man bis zu 10 Jahre das Saatgut lagern kann. Das ist schon enorm. Also ich habe jetzt Saatgut auch schon mehrere Jahre gelagert. Solange es trocken und bei Raumtemperatur lagert, ist das überhaupt gar kein Problem, das auch über einen sehr langen Zeitraum zu lagern. Wichtig ist aber bei der Lagerung des Saatgutes, oh, die war noch richtig voll, da sind mehrere tausend Samen gerade drin gewesen. Wichtig ist bei der Lagerung des Saatgutes, dass das Ganze trocken lagert und ja, ohne Licht halt auch und das Licht dran kommt. Das waren jetzt so ungefähr, ja, um die 20 Kapseln, was ich jetzt klein gemacht habe an diesem Durchgang. Also ihr seht, was da im Tabak da rauskommt, an Samen. Das ist schon ganz, ganz ordentlich. Das ist eine ganze Menge Saatgut, was ich hier schon habe. Am Ende bleibt uns dann eigentlich noch eben schnell, denn das ist eh ganz schnell gemacht, diese verbliebenen groben Pflanzenteile, wenn man es dann richtig macht, noch einmal herauszusieben
So. Ja, feine Pflanzenteile drin sind, das ist nicht schlimm. Man könnte das jetzt noch, wie soll ich sagen, mit einem Heißluftföhn und einem ganz leichten Luftstrom über den Luftstrom laufen lassen. Und dann würden auch feinere Pflanzenteile auch noch herausgesiebt werden. Es ist, zahlt sich aber nicht auf, sehr aufwand, weil das Saatgut hat so eine sehr, sehr hohe Qualität und die paar kleinen Pflanzenfasern haben überhaupt nichts mit der Lagerbedingung mehr zu tun. Das sind nur noch wenige kleine Pflanzenrückstände, die ja auch jetzt schnell trocknen. Hier haben wir jetzt einmal die Ausbeute vom heutigen, von der heutigen Ernte der Blüten. Solange es nicht friert, werden die anderen Blüten noch nachreifen. Oh ja, das ist doch eine ganze Menge Tabaksamen. Ja, ich will behaupten, das ist mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar mehrere Millionen sind. Ich fächer das jetzt so ein bisschen auf hier in dem, auf dem Boden von dem, von der Schale, so, und lasse es jetzt einfach ein paar Tage so stehen zum Trocknen, damit die wirklich richtig staubtrocken sind, wenn die jetzt in die, wenn die jetzt gelagert werden. Dann gebe ich sie in ein Lagergefäß rein, das einfach komplett dunkel ist, wo kein Licht, keine Sonne drin, nichts drankommt. Natürlich auch komplett trocken, und dann stelle ich sie einfach an einen trockenen Ort, in einen Schrank, wo ich mein Saatgut lagere. Und ja, dann sind diese Tabaksamen wirklich mehrere Jahre lagerbar. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also ich habe jetzt Tabaksamen, die über 4 Jahre alt waren, die hatten noch eine einwandfreie Keimfähigkeit. Die haben gekeimt wie das Saatgut, das 1 Jahr alt war. Also überhaupt gar kein Thema, meiner Erfahrung nach. Ja, ja, so sieht's aus. Gut, hier die Ausbeute, wie gesagt. Schön zu sehen. Ich danke euch dann fürs Zuschauen. Mit dem Tabakprojekt geht es weiter. Vielleicht habe ich noch wieder einige andere interessante Dinge, die ich selber dazu lerne, die mir aufgefallen sind, was ich besser machen kann. Werden wir sehen. Wir machen weiter mit dem Tabakprojekt. Ich werde sogar den Anbau auch deutlich ausdehnen. Das wird für mich jetzt auch ein interessanteres Thema sein, nachdem, wie gesagt, die Nachfrage gestiegen ist. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch dann einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.